Ja, guten Morgen, liebe Radfreunde. Nächste Etappe des Oberrheins Radweg läuft bei mir. Nächstes Etappenziel heute ist erstmal Kehl. Übernachtung war sehr gut, gut geschlafen, Frühstück war okay. Und heute sieht das Wetter auch schon ganz gut aus. Jacke brauche ich keine. Das scheint ein sehr guter Tag zu werden. Und auf geht's! Jetzt bin ich auch wieder unten am Rhein, fahre wieder wie gewohnt auf dem Damm entlang. Nach Kehl sind es noch 14 Kilometer. So, Freunde, hier an dieser Schauanlage, wo ich jetzt vorbeigefahren bin, ist es jetzt nicht mehr weit nach Kehl. Da vorne habe ich jetzt schon die Europabrücke gesehen. Jetzt bin ich auch in Kehl angekommen und da wollte ich jetzt noch aktuell was sagen. Und zwar jetzt 2018, am 29. Januar, glaube ich, ist hier im Kehler Rathaus die Atmovision in Kraft getreten. Und da geht es darum, dass die einzelnen Länder hier, Frankreich, Schweiz, glaube ich, ist noch dabei, Deutschland, sich jetzt bemühen drum um die Energiegewinnung und Klimawandel und so. Alles, was es halt hier betrifft mit dem Rhein. Ich glaube, ich habe es richtig gesagt. Könnt ihr auch bestimmt irgendwo nachlesen. Ja, und über die Brücke jetzt auch werde ich mich jetzt über den Rhein machen nach Straßburg. Und da kommt jetzt auch das nächste Land dazu, nämlich Frankreich, neben der Schweiz, Österreich und Liechtenstein, Deutschland, jetzt auch Frankreich.
nach Straßburg rüber. Jetzt bin ich auch wieder froh, aus dem Getümmel draußen zu sein. Aber die Radwege, die waren super zu fahren eigentlich hier in Straßburg. Es war nur ein bisschen viel los jetzt, wie ihr gesehen habt, direkt in der City drin. Ansonsten war es überall außerhalb schön ruhig. Ich gehe jetzt wieder rüber nach Kehl und zurück an meinen Rheinradweg zum Oberrhein. Okay. Jetzt wieder auf dem Rheinradweg hier. Mal schön, der ist jetzt asphaltiert, ist nicht schlecht. In Kehl ging es jetzt noch mal durch ein paar Industrieanlagen. Nach Kehl selbst bin ich jetzt nicht rein, weil ich war in Straßburg. Das wäre dann einfach zu viel gewesen. Das hätte zu lange gedauert. Ich muss ja auch wieder weiterkommen. So, und hier sehen wir auch gleich die nächste Ziele. Rheinau 13 Kilometer. Leutesheim 5 Kilometer. Und das da vorne ist nicht der Rhein, sondern die Kinzig. Und wir sind jetzt auch hier nicht weit von Offenburg entfernt. Ich bin jetzt hinter Kehl ein Stück den Kinzigstamm entlang gefahren. Hier unten seht ihr die Kinzig. Und hier ein paar Kilometer hinter Kehl fließt jetzt die Kinzig in den Rhein. Das sieht man da vorne. Da ist die Mündung. Ich zoome es mal noch ein bisschen her. Da fließt die Kinzig in den Rhein. Und ab jetzt fahren wir wieder den Rheinradweg weiter. Und das Ganze ist jetzt hier bei Auenheim. Kurz vor der 300. Ja, wir sind jetzt auch bei Rheinkilometer 300. Und was ich noch zu den Rheinkilometern sagen will, die werden gemessen ab Konstanz. Also bei Konstanz ist Rheinkilometer 0 und wir sind jetzt bei 300. Das war jetzt ein kurzer Zwischenstopp, das muss auch reichen für heute, weil Straßburg hat doch ein bisschen aufgehalten. Mittlerweile ist es auch ganz schön warm geworden. Ich habe jetzt mal die Armlinge und Beinlinge noch rausgezogen und jetzt geht es eigentlich schon mal Fahrtwind. Der Wind ist heute auch gar nicht so arg wie gestern, ist heute besser zu fahren. Auf jeden Fall bedeutend, das macht mehr Spaß. Schwarzwald.
bei Freistädt bin ich jetzt mal über den Rhein rübergefahren nach Frankreich. Und jetzt will ich mal auf dieser Seite linksrheinisch ein paar Kilometer in Frankreich den Rhein runterfahren. Heim, 2,5 Kilometer, da geht es für mich weiter hier in Frankreich. Jetzt hier in Frankreich Rad zu fahren. Jetzt kommen wir auch mal durch ein paar Ortschaften, beziehungsweise sind durchgekommen. Und jetzt geht es wieder langsam runter Richtung Rhein. Und hier war bis jetzt alles Straße oder asphaltierter Radweg. Wirklich gut gemacht hier. Und hier geht es wieder zur Rheinfähre. Wir fahren aber hier runter. Noch ein Stückchen in Frankreich entlang. Im Moment gibt es jetzt gerade nicht so viel zu sehen. Ich war jetzt schon eine ganze Weile hier auf der Straße. Wir sind ungefähr auf der Höhe, ja, auf der deutschen Seite kann ich euch sagen, da liegt Rheinmünster und der Rhein, der macht hier auch ein paar Kurven, wie ich jetzt hier auf der Karte sehe. Ja. Gut, weiter geht's. Ja, hinter den Bäumen ist da wieder ein Rheinkilometer-Schild und zwar sind wir jetzt bei Kilometer
21. Jetzt bin ich in Frankreich mal den Damm hier hochgelaufen, um mal auf den Rhein zu blicken. Und was sehe ich hier? Liegt ein Schiff mit dem Namen Gernsheim. Sind wir doch schon wieder ganz in der Heimat. Da drüben ist der Schwarzwald, wieder schön zu sehen. Und da geht es für mich gleich weiter mit dem Fahrrad den Rhein runter. Kurz weg vom Rhein, hier wieder so das Fort Louis, was ihr eben da gelesen habt, umfahren, und dann bin ich auch dann gleich schon wieder auf meine Straße, die nach Deutschland rüberführt. Ja, bei den Kühen da wollte ich eben abkürzen durchs Feld, aber es war, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Da ging es auf einmal nicht mehr richtig weiter. Da bin ich gleich wieder zurückgefahren und nehme jetzt lieber den Umweg im Kauf. Im Endeffekt wird es doch schneller sein. Auch wieder ein Schild vom Rheinradweg. Sehr schön. Beinahe ist erreicht. In Beinheim geht es jetzt hier nach Raststadt und Winterdorf und auch nach Deutschland wieder rüber für mich. 1000 Meter bis zur Grenze. Und es geht wieder über den Rhein. Sehr schön. Schwarzwald ist auch wieder da. Jetzt bin ich wieder auf meinem Rheinradweg hier in Deutschland. Der Umweg in Frankreich hat mich zwar ein bisschen Zeit gekostet, ist aber nicht so schlimm. Da war ich wenigstens ein bisschen länger in Frankreich. Und jetzt geht es hier für mich weiter. Wir sind jetzt, wie gesagt, auf der Höhe von Raststadt. Und ja, die nächste Orte sind so, glaube ich, Steinmauern. Und wie das doch, da war ich noch nicht schon mal gewesen, das weiß ich noch. Kurz vor Pietersdorf sind wir jetzt wieder ein Stückchen vom Rhein weg und es geht hier durch so eine Auenlandschaft hier. Fahre ich gerade durch Blittersdorf und dann fahre ich jetzt noch ein Stückchen den Murg entlang und dann geht es wieder hoch zum Rhein.
Hier müsste ich jetzt entlang, hier kann ich aber nicht, hier ist gesperrt. Da muss ich eine Umleitung fahren wieder. Hier geht es die Murg runter, da vorne fließt sie in den Rhein. Und wer sich das gerne mal ansehen will, das kann ich noch mal in eigener Sache sagen. Die Murg habe ich komplett verfilmt, Tour de Murg, ja. Könnt ihr euch bei mir auf dem YouTube-Kanal anschauen. Hier sind lauter Mastgänse. Fließt die Murg weiter Richtung Rhein. Da wäre ich normalerweise hergekommen und ich bin da hinten rausgekommen, hätte durch Steinmauern durch und die Umleitung gefahren. Und den Weg da vorne geht es jetzt weiter auf dem Rheinradweg. Okay Leute, heute läuft einiges schief. Nächste Umleitung hier. Ich muss noch mal gucken, wie der Ort heißt. Ich sag's euch gleich noch mal. Ich weiß nicht. Ich sage euch noch mal, auf welcher Höhe wir genau sind. Heute läuft auch wirklich gar nichts glatt. Ich habe jetzt noch mal geguckt. Die Umleitung ist jetzt ziemlich auf der Höhe von Au am Rhein. Wieder gepackt, Umleitung ist absolviert, ich bin wieder auf dem Rheinradweg. Ein Vorteil hat es, ich bin ein Stückchen durch Au am Rhein gefahren. Ja, im Moment kann ich euch auch nicht mehr die Kilometerzahl vom Rhein sagen, weil wir fahren jetzt schon seit einiger Zeit durch so ein Gebiet, durch lauter Alpeinnahme, aber wie gesagt, das kennen wir ja vom Rhein. Ist ja nichts Außergewöhnliches. Und jetzt haben wir auch mal wieder ein Schild. Sehe ich mal wieder genau, wo wir sind. Lauterburg 7,2, Neuburg am Rhein 1,4, Lauterburg in Frankreich. Nach Karlsruhe geht es jetzt hier schon ab, das sind 20 Kilometer. Ja, und die ganzen anderen Sachen noch. Ich fahre noch ein Stück weiter der Rhein hoch. Ja, hier auf dem Damm sind auch gewisse Abstände, so Steine mit Zahlen drauf. Aber jetzt weiß ich jetzt auch nicht, was die bedeuten. So, nach Karlsruhe sind es jetzt noch 10 Kilometer. Das werde ich noch packen, denke ich. Ja. Dann ist ziemlich Schluss für heute. Hier habe ich jetzt mal kurz Halt gemacht. Ich bin jetzt auf der Höhe von Karlsruhe. Ich habe jetzt auch zu Hause angerufen, denn diesmal werde ich abgeholt. Ich muss jetzt nicht mit dem Zug heimfahren und da kann ich noch ein paar Kilometer hochfahren. Mal sehen, wie weit ich noch komme. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal bei euch.
Jetzt bin ich angekommen in Karlsruhe am Hafenbecken. Da werde ich mich jetzt auch für heute von euch verabschieden, bis es dann weitergeht wieder mit der nächsten Etappe am Oberrhein. Wann weiß ich noch nicht genau, auf jeden Fall in diesem Herbst. Ich fahre jetzt noch ein paar Kilometer weiter bis zu unserem Treffpunkt und das werde ich euch vielleicht noch ein bisschen was einblenden. Aber wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt schon mal eine Weile bei euch. Und zu der Etappe heute, ja, ich war ein bisschen gefordert, ein paar Umleitungen, aber das gehört halt dazu, wenn man eine Radtour macht, ja, okay. Also, bis zu der nächsten Etappe wieder. Tschüss, macht's gut. Das war nochmal brutal.